Liebe Freunde, ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Warum ich euch gerufen habe? Nun ja, es ist ernst. Die Zahlen sinken immer weiter. Wir haben in den letzten Jahrzehnten einen massiven Rückgang an Nachfolgern verzeichnen müssen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir handeln. Wir müssen etwas tun. Die Zeiten haben sich geändert, ich weiß. Die Menschen sind emanzipierter geworden, toleranter, sie wollen unabhängig leben. Immer mehr konzentriert sich das Leben auf den einzelnen Menschen, und weniger auf das Zusammenleben aller Menschen. Diese Tendenzen zeigen sich auch bei unseren Leuten. Das Profil unserer Leute ist, ich möchte sagen, weicher geworden. Man erkennt unsere Marke nicht mehr. Man erkennt nicht mehr, wer wir sind. Man erkennt uns einfach nicht mehr. Wir müssen handeln. Petrus, Vorschläge. Ich habe ja schon immer gesagt, wir müssen unsere Seelen reinigen im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe. Dann haben wir uns untereinander beständig aus reinem Herzen lieb. Das wird unser Profil wieder schärfen und die Menschen werden erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das hast du nicht gesagt. Also das Letzte, darauf habe ich bereits vor knapp 2000 Jahren hingewiesen. Johannes, bitte. David. Ich weiß, es gibt schon so viele Lieder über Liebe. Ich hoffe, es ist noch Platz für eins. Mehr Lieder über Liebe, Konzerte, gemeinsames Singen. Das ist gelebte Liebe. Maria. Mehr Zeit miteinander verbringen, mehr zuhören. Ach Quatsch, Taten müssen ran! Das sehe ich genauso. Martha, Jakobus, Ruhe bitte. Das mag ja alles richtig sein und gut klingen, aber wie soll das im Alltag heutzutage umgesetzt werden? Ideen? Wie kommt das wieder in die Köpfe der Menschen und vor allem in die Köpfe der Jugendlichen hinein? Ich wäre für längere Predigten mit ausführlicher Argumentation, damit sich niemand rausreden kann. Dann schlafen doch die Leute erst recht ein. Wie wär's mit mehr Angeboten für mehr Gemeinschaft, große Events, Tausende kommen zusammen und spüren und erleben, was echte Liebe ist. Geht nicht, der Spruch ist schon patentiert. Wir brauchen einen anderen Masterplan. Wir brauchen ein Markenzeichen. Unser Markenzeichen. Sehr gute Idee, Petrus. Und wo fangen wir an? Wie wäre es mit A wie Auerbach? Okay. Einen wunderschönen guten. Ich hätte da eine kleine Bitte an Sie. Genau. In der Kirche St. Laurentius Auerbach. Richtig, vor allen Jugendlichen der Ephorie. Absolut korrekt. Ich bedanke mich. Es geht los. Und zwar in Auerbach. Der Termin steht, aufschreiben, 10. Oktober 2014, 19 Uhr. Wir schicken einen unserer besten Männer.